Die alte Welt liegt im Sterben. Die neue ist noch nicht geboren. Es ist die Zeit der Monster. Personen aus dem inneren Zirkel der AfD, Rechtsextreme und Unternehmer haben sich getroffen und Ungeheures besprochen. Der Kampf um das Verbot der AfD ist eröffnet. Deutschlandweit gehen Menschen auf die Straße gegen die Partei. Der Moment könnte historisch sein, aber warum feiern sich die Rechten gerade selber? Ist man etwa in eine Falle getappt? Leute, das Spiel, das ist viel größer. Wacht endlich auf. Ihr habt bestimmt schon davon gehört, wie im Beisein hoher Funktionäre der AfD die millionenfache Deportation von Ausländern besprochen worden ist. Besonders brisant, auch deutsche Staatsbürger sollen entrechtet und deportiert werden können. Im Grunde willkürlich. Darüber wurde jetzt viel berichtet und dabei kann man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Wir gucken uns das jetzt mal an und bewerten, ob und wie die Geschichte der Untergang der AfD sein könnte oder ihr Endsieg. Aber zuerst, wisst ihr, was die beiden größten Feinde des Journalisten sind? Voreingenommenheit und Hass. Erinnert ihr euch an mein Video zur Unterwanderung der Bauernproteste? Ich hatte da verschiedene Medienberichte zitiert. Und die sprachen davon, dass die Fähre gestürmt worden sei. Die Polizei Schleswig-Holstein hat jetzt klargestellt, dass es auf den Aufnahmen nur so wirkte, weil die vorne Stehenden einfach auf den Anleger geschoben worden sind und man nicht von einem Sturm sprechen kann. Das mal als interessante Korrektur zu meinem Beitrag vor einer Woche. Diese Bilder entstehen nicht zufällig. Diese Worte kommen nicht zufällig in den Umlauf. Einzelne Worte können den Eindruck von dem, was passiert, extrem verändern. Der vorherig vermeintliche Sturm hat den Blick vieler auf die Bauernproteste bestimmt. Das Ergebnis war Wut, Konfrontation und wieder Spaltung. Und immer wenn das Ergebnis ist, reiben sich die, die das System zum Wanken bringen wollen, die Hände. Voreingenommenheit und Hass spielen bei vielen Beiträgen zu den neuen brisanten Enthüllungen über die AfD auch eine Rolle. Aber zuerst, worum geht es eigentlich in diesen Enthüllungen? Ich fasse jetzt mal ganz knapp die wichtigsten Punkte zusammen. Die Quellen sind natürlich alle da unten verlinkt, falls ihr da noch Details benötigt. Am 25.11.2023 trafen sich im Landhaus Adlon nahe Potsdam gut 2 Dutzend Leute, darunter Mitglieder der AfD, aber auch Leute von der Werteunion beispielsweise und der Identitären Bewegung. Vor allen Dingen letztere sind stramme Nazis, die die Bundesrepublik frei machen wollen. Und zwar frei von allen, die keine echten Deutschen sind. Anbei auch mal die Liste der Teilnehmer. Besonders interessant in diesem Zusammenhang sind natürlich die Leute von der AfD, die dem Treffen beiwohnen. Etwa Ulrich Siegmund, AfD-Fraktionsvorsitzender von Sachsen-Anhalt oder die AfD-Bundestagsabgeordnete Gerrit Huy. Und natürlich Roland Hartwig, persönlicher Referent der AfD-Chefin Alice Weidel, angeblich eine Art inoffizieller Generalsekretär der Partei. Also einer mit Vernetzung bis ganz oben in die Spitze einer Partei, die sich selbst als demokratisch betrachtet und die Integrität ihrer Mitglieder vehement verteidigt. Wir haben nur integre Persönlichkeiten. Stellen Sie nicht solche Fragen. Also wirklich ziemlich dumme Fragen. Was sind Sie denn für einer hier? Und ein Teil dieser integren Persönlichkeiten trifft sich mit Martin Sellner oder Mario Müller. Sellner war jahrelang das Gesicht der Identitären Bewegung in Österreich und Müller ist sogar ein verurteilter Gewalttäter und ebenfalls bei den Identitären. Und worum ging es jetzt? Um eine ganz große Frage. Ob wir als Volk im Abendland noch überleben oder nicht. Ein Klassiker halt. Die Lösung, Menschen sollen aufgrund rassistischer Kriterien aus Deutschland vertrieben werden können. Egal, ob sie einen deutschen Pass haben oder nicht. Jeder Verfassungsrechtler kommt vor Lachen nicht in den Schlaf. Solange bis die AfD selber Richter ernennen kann. Ausgerechnet ein Ausländer, nämlich Martin Sellner, stellt 3 Zielgruppen von Menschen vor, die er abschieben würde. Asylbewerber, Ausländer mit Bleiberecht und nicht assimilierte Staatsbürger. Letztere seien aus seiner Sicht das größte Problem. Und da bleibt er bewusst vage. Die Dame hier aus der Werteunion fantasiert auch offen darüber, Journalisten zu remigrieren. Und Leute, das ist, was da eigentlich drinsteckt. Jeder mit einem deutschen Pass soll nach den Plänen von Sellner in ein extra dafür geschaffenes Land deportiert werden können. Wenn es dem erträumten Regime so passt. Wie im Dritten Reich mit hohem Anpassungsdruck oder maßgeschneiderten Gesetzen. Da gab es viel Zustimmung dazu. Wir lernen von AfDlerin Huy, dass die AfD selbst nicht gegen die doppelte Staatsbürgerschaft argumentierte, weil man diesen Menschen so die Deutsche wieder entziehen und die Leute bequem abschieben könne. Mensch, die AfD, die spielt 4D-Schach. Klar kennen die sich damit aus, das sind doch Profis im Schwarz-Weiß-Denken. Der AfD-Fraktionsvorsitzende Sachsen-Anhalts will dazu noch sein Bundesland für ausländische Restaurants unattraktiv machen. Und da kann er sehr froh sein, dass Erfurt nicht in Sachsen-Anhalt liegt, weil dann hätte er mit der Ndrangheta zu tun. Ja, problematisch.
Ja, auch die anderen Ideen sind nicht neu. Wahlen anzweifeln, das Verfassungsgericht diskreditieren, andere Meinungen zurückdrängen, öffentlich-rechtliche Medien bekämpfen, Influencer-Projekte, Propaganda, Aktionsbewegung und universitäre Projekte. Dazu bitte noch eine eigene Influencer-Agentur gründen. Es soll auch Geld gesammelt werden und die Spitze der AfD zeigt sich nicht abgeneigt. Und wer von euch sich jetzt fragt, warum ich nicht noch mehr in die schockierenden Details gegangen bin, wartet mal bitte einen Moment ab. Wie fielen die Reaktionen auf diese Veröffentlichungen aus? Merz schloss erneut aus, in irgendeiner Weise mit der AfD zusammenzuarbeiten und gab an, im Mai einen Unvereinbarkeitsbeschluss zur Werteunion vorzulegen. Für CDU-Mitglieder, die mit diesen Leuten zusammenarbeiten, muss es harte Konsequenzen geben. Und wie war die Reaktion der Gegenseite so? Ja, die Partei. Die hat diese Linie offiziell bestätigt. Seid ihr jetzt überrascht? Wirtschaftsflüchtling Alice Weidel verschiebt den Diskurs sogar ein Stück weiter, denn sie will die Hürden für den Entzug der Staatsbürgerschaft verringern. Das heißt, dass man eben auch als Bio-Deutscher deportiert werden könnte, wenn man der AfD nicht in den Kram passt. Dann gibt es ein klassisches Dementi. Das geistert gerade von der Tagesschau rum und von anderen Fake-News-Propagandaseiten. Und ich sage euch mal, was sich damit auf sich hat, nämlich gar nichts. Ja, hier wurde eine private Veranstaltung erstmal als AfD-Veranstaltung ausgegeben, was Quatsch ist. Und damit hat er recht, also dass es nicht konspirativ passiert ist. Nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Da findet sowas regelmäßig statt. Angeblich war Tino Chrupalla Oktober 2021 bei einem ähnlichen Treffen, das vom selben Typen organisiert wurde wie dieses Treffen hier und das seriell stattfand. Und dabei waren reiche Geldgeber, die bereit seien, in sinnvolle Projekte zu investieren, etwa den Aufbau eines rechten Medienportals. Ich weiß nicht, wieso muss ich da gleich an das brandneue News denken? Chrupallas pfiffige Antwort war übrigens: Ich bin wie Scholz, ich erinnere mich an nichts mehr. Sie haben es gar nicht nötig, konspirativ zu sein. Es ist auch nicht überraschend, was sie tun. Sie tun es einfach, seit Jahren. Reichelt beispielsweise gab den Umstürzlern Schützenhilfe, er denunzierte fröhlich das Korrektiv. In den sozialen Medien, das kann man sagen, hat es geknallt. Es kam mittlerweile sogar zur Kundgebung, beispielsweise vor dem Kanzleramt. Auch für die nächsten Tage sind diverse Kundgebungen geplant. Jetzt geht's los. Jetzt werden wir endlich die AfD los, weil die Leute endlich aufwachen. Wann Verbotsverfahren? Moment. Ihr macht es euch zu einfach. Ihr rennt da in eine Falle. Wir müssen da tiefer rein. Wir müssen uns erst die Frage stellen, wer sind die Menschen, die die AfD wählen? Sind das alles neoliberale Faschisten? Wohl kaum. 94% der Deutschen sind für Demokratie als Idee. Sprich, nur 6% lehnen die Demokratie generell ab. 57,7% der Deutschen waren 2022 von der Demokratie, so wie sie in diesem Land gelebt wird, überzeugt. Das klingt wenig, ist aber tatsächlich der Höchstwert seit Erhebungsbeginn. Ein geschlossen rechtsextremes Weltbild hatten 2022 nur 2,7% der Bevölkerung. Der Wert ist relativ stabil, genauso stabil wie das Vertrauen von Nicht-AfD-Wählern in die Institutionen. Mensch, ich dachte, die Mehrheit ist mittlerweile unzufrieden und der Umsturz kommt. Was die Mehrheit spürt, ist die Spaltung. Die Spaltung, die aktiv von Rechten vorangetrieben und instrumentalisiert wird. Ein Großteil der AfD-Wähler ist nicht rechtsextrem. Sie sind ratlos, sie fühlen sich machtlos. Und aus Angst ist mit der Hilfe der AfD Wut geworden. Bei Menschen, die Angst haben, verfängt Hetze. Soweit so normal. Apropos, normal. Was heißt eigentlich normal? Die AfD hatte 2021 ja den Wahlkampfslogan Deutschland, aber normal. Auch im Einladungsbrief für dieses konspirative Treffen findet sich ein ähnlicher Satz. Die Chancen, unser Land wieder auf einen normalen und gesunden Kurs zu bringen, seien so groß wie nie zuvor. Brillant, denn vor Normalität muss man keine Angst haben. Die ist berechenbar. Erinnert an eine Zeit, als noch alles gut war, selbst wenn es sie nicht gab. Und es sagt eben auch aus, alles ohne die AfD ist nicht mehr normal und das, was die AfD fordert, ist normal, der Rest nicht. Ansonsten kein Inhalt. Das Leitmotiv ist natürlich Angst. Angst vor der Fremde. Das ist ein klassisches Motiv. Aber es geht vor allen Dingen auch um die Angst vor dem sozialen Abstieg. Die AfD ist eine Partei des Mittelstands und der pendelt immer zwischen Aufstiegswünschen und Abstiegsängsten hin und her. Deswegen sind fremdenfeindlich und neoliberal so ein Perfect Match, ne? Hauptsache keinem anderen was abgeben, weder mein Platz in diesem Land, noch viel von meinem hart erarbeiteten Geld. Mehr steckt auch nicht dahinter, wie bei fast allem, was die AfD so fordert. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Live Erik Holm, wirtschaftspolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der AfD, der gab im Gespräch mit der FAZ zu, dass seine Partei gar keine Ahnung habe, wie sie es bewerkstelligen würde, aus dem Euro auszusteigen, obwohl es ja nach wie vor eine Kernforderung dieser Partei ist und der Grund, warum sie überhaupt existiert. Sagen wir es mal so, Wirtschaftsverbände trauen der AfD personell bedingt jetzt auch keine große Kompetenz zu. Wissen die Bürger, was sie da im Begriff sind zu wählen? Im Detail
Vermutlich überhaupt nicht. Beispielsweise, dass die AfD gegen die Mietpreisbremse ist, was sicherlich vielen ihrer Wähler eigentlich nicht schmecken dürfte, was besonders lustig ist, weil man der AfD eine hohe Sozialkompetenz unterstellt. Auch wenn wir das als politische Kommentatoren jetzt nicht so richtig verstehen mögen, aber das Wissen darüber, was diese Partei ist, ist immer noch zu gering. Und die AfD, die will lieber auch nicht über diese Punkte sprechen. Sie will immer und immer wieder auf ihr einziges Alleinstellungsmerkmal zurückkommen: die Haltung zu Ausländern. Mit keinem anderen Thema kann man so einfach Angst erzeugen und Wähler an sich binden. Und sie wollen, dass wir so oft darüber sprechen, wie es nur geht. Denn wann immer es Thema ist, hat die AfD ein Pferd im Rennen. So, und jetzt halten wir mal an hier. Habt ihr gemerkt, was hier gespielt wird? In Schnellroda, da knallen die Sektkorken. Darüber, wie ganz Deutschland diesen hanebüchenden Schwachsinn diskutiert, den Korrektiv da belauscht hat. Ohne Sinn und Verstand und mit Hass hat sich die Medienlandschaft und die User darauf gestürzt und die Schlagworte und Themen genauso verbreitet, wie es auch der AfD nur gefallen konnte. Und jetzt wurde dieses Wort auch noch zum Unwort des Jahres gewählt. Herzlichen Glückwunsch. Martin Sellner schifft sich vor Freude ein. Vielleicht ist sogar noch ein bisschen Land dabei. Braunes Land, wie er sich's wünscht. Die deutsche Medienlandschaft spielt dieses Spiel seit Jahren mit, springt schön ahnungslos über das Stöckchen. Sagt mir mal eins, liebe Journalisten, seid ihr in euren Seminaren nicht vor Sensationalismus gewarnt worden und dass das verdammt schnell nach hinten losgehen kann? Das Treffen wurde als Wannsee-Konferenz 2.0 bezeichnet. In der ersten wurde 1942 der Holocaust beschlossen. Klar hat dieser Vergleich diese Nachricht prima verbreitet, weil dieses Bild ja auch ungeheuerlich ist. Und versteht mich nicht falsch, auch das, was tatsächlich besprochen wurde, ist ungeheuerlich. Aber das wäre es auch ohne den Vergleich gewesen. Durch diese Form der Berichterstattung sind drei weitere Dinge passiert. Hysterische Berichterstattung unterstellt dem Publikum nicht selbst seine Schlüsse und Meinung bilden zu können. Das kann sogar abschreckend sein, weil es manipulativ wirkt. Es desensibilisiert. Ja, was kann jetzt noch kommen? Es gibt keine Steigerung zum Holocaust. Durch diesen Vergleich mit Unvergleichbarem erhöht sie die eigentliche Wirkmacht von ein paar Spinnern auf eine staatstragende Ebene. Sie werden durch diese Art von Skandalberichterstattung legitimiert und überhöht. Das bestätigt sie intern, stachelt sie weiter an. Diese Themen und Gespräche, die führen rechteseitig denken kann. Und dass sie auch im AfD-Umfeld besprochen werden, ist nichts Neues. Menschen aus dem rechten Lager haben in den letzten Jahren immer wieder Menschen ermordet. Ganz konkret überall in diesem Land. Kommt es euch nicht seltsam vor, wie diese Realität immer wieder aus dem Blick der Öffentlichkeit verschwindet? Versteht ihr nicht, dass hier ein Spiel gespielt wird? Und wie funktioniert dieses Spiel? Einen Moment, das erkläre ich gleich. Keine Frage, das, was wir gerade besprechen, das hat eine historische Dimension. Das meine ich jetzt nicht fasziniert, das meine ich bitter. Denn was ja wie True Crime oder ein Thriller wirkt, das ist eigentlich nur der Vorgeschmack auf eine sehr üble Zukunft. Ich bin einfach froh, dass offenbar viele endlich zum ersten Mal wenigstens über den Stand der Entwicklung dieser Partei aufgeklärt worden sind. Fakt ist halt, niemand kann sich bewegen, ohne Spuren zu hinterlassen. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Zeichen an AfDler. Klar, bei so einer Konferenz, wo sich Menschen physisch an einem Ort versammeln, ist das einfach. Und genau nachvollziehen, was es bedeutet, wenn man zugespammt wird mit Inhalten. Ja. Und das ist auch der Strategie der Rechten gar nicht so fern. Steve Bannon, der wusste, die eigentliche Opposition, das sind nicht die Demokraten, sondern die Medien. Und wie bekämpft man die? Flood them with shit. Die Medienzweig, die Rechtsradikale auf diese Weise seit Jahren ohne großen Aufhebens bekommen haben, ist in Geld nicht zu bemessen. Und so helfen sie indirekt mit, Menschen für die Partei zu aktivieren, ihre Gedanken und Wertvorstellungen zu verbreiten, weil sich das Tabu so gut klickt. Faschistische Propaganda beruht auf der immer wiederkehrenden Wiederholung von rhetorischen Lehrformeln, ebenso wie dieser Begriff, den sie sich anstelle von Deportation ausgedacht haben. Die Umwertung unserer republikanisch-liberalen Ideale beginnt mit der Einführung irrationaler Gefühle in die Politik, mit der magischen Aufladung unserer Sprache und der Umformung des Bedeutungsgehaltes einzelner Begriffe. Allein durch die Allgegenwärtigkeit, durch diese Wiederholung wird es irgendwann zur Wahrheit. Was lernt ihr eigentlich in euren Journalismusseminaren? Ernst Cassirer hat dazu mal Folgendes gesagt. Als wir zuerst die politischen Mythen hörten, fanden wir sie so absurd und lächerlich, dass wir kaum dazu vermocht werden konnten, sie ernst zu nehmen. Jetzt ist es uns allen klar geworden, dass dies ein großer Fehler war. Wir sollten denselben Irrtum nicht ein zweites Mal begehen. Übernehmt nicht deren Fantasiesprache, benennt es als das, was es ist und nehmt es ernst. Diese Gefahr, die kann nur mit Klarheit abgewendet werden. Unsere Gesellschaft funktioniert langfristig gesehen nicht ohne Migration. Uns fehlen einfach Menschen. Die einzige Lösung der AfD zu dieser Frage: mehr Kinder kriegen. Wow, geile Idee.
Also haben wir in 20 Jahren, wenn unser Land dann kollabiert ist, vielleicht eine Lösung, wenn wir jetzt alle Leute dazu zwingen, einfach mehr zu poppen. Bis 2030 können in Deutschland 3 Millionen Fachkräfte fehlen. Für das Jahr 2040 errechneten die Forscher einen Mangel von 3,3 Millionen Fachkräften. Es ist an der Zeit zu zeigen, was die Inkompetenz dieser Partei in allen Fragen für einen direkten Schaden für dieses Land erzeugen wird. Und das in einem Ausmaß, wie wir es uns heute nicht vorstellen können. Wir müssen aufhören, den Gedanken dieser Umstürzler den Raum zu geben, auf den sie spekulieren. Denn ihnen geht es natürlich nicht um Lösungen, sondern nur das Verbreiten von Narrativen. Rechte Kräfte lassen es so erscheinen, als wären wir in einer selbstgeschaffenen permanenten Abwärtsspirale, um diese Ängste der Menschen zu verstärken. Die Partei geriert sich als die einzige, die Verstand hat und Lösung. Es reicht, das zu behaupten, immer und immer und immer wieder. Wer noch nie eine Regierungsverantwortung hatte, kann da immer sehr, sehr große Töne spucken. Es ist alles Illusion. Illusion durch Sprache. Reden wir mal über Strategie. Denn nichts anderes ist das hier. Es ist wie ein Schachspiel. Das, was jetzt kommt, ist eigentlich das Wichtigste, was ihr hier drüber wissen müsst. Wer den politischen Diskurs bestimmt, der bestimmt auch die Politik. Und das ist das, woran Götz Kubitschek und Martin Sellner arbeiten. Das ist das, was sie mit Metapolitik meint, der Bereich vor der direkten Politik. Wenn du eine Gesellschaft beherrschen willst, dann brauchst du vor einer Machtergreifung starke Stützen in der Gesellschaft. Du musst den Diskurs kontrollieren. Und wenn das so ist, und wenn du das tust, musst du nicht mal regieren, damit andere deine Politik umsetzen. Das politische Establishment bewegt sich genau dorthin, wo du sie hinhaben möchtest. Ein SPD-Kanzler, der sagt, wir müssen im großen Stil abschieben, wer kommt das denn auf einmal? Die Schwäche von Parteien ist, dass sie meistens nur in Wahlperioden denken. Diese Gruppen, die denken in Jahrzehnten. Die angestrebte politische Wende, die sich in Wahlerfolgen äußert, lässt sich für sie nur durch ein ganz langwieriges Beeinflussen des vorpolitischen Raumes erreichen. Es ist effizienter, wenn Menschen 1000 Memes mit rassistischen Inhalten sehen und vermeintlich von selbst auf solche Überzeugungen kommen, als wenn man versucht, sie mit einem Baseballschläger einzudreschen. Und das Werkzeug ist die Sprache. Kein Wunder, dass die Vorsitzende des Vereins Deutscher Sprache mit bei diesem Treffen dabei war. Endlösung klingt als Wort jetzt eher nicht nach dem, was dann tatsächlich dahinter gesteckt hat. Und Remigration klingt auch nicht nach dem, was Sellner vorschwebt. Alle, die uns nicht passen, in ein Land in Afrika deportieren. Wie bei Bevölkerungsaustausch, Festung Europa, dem menschengemachten Bevölkerungswandel, erleben wir hier in Echtzeit eine metapolitische Themenkarriere. Der Begriff wandert vom vorpolitischen Raum identitärer Bewegung und Theoriebildung in die rechte Partei und die Gegenöffentlichkeit. Da habe ich gerade Martin Sellner zitiert. Die Rechten, die arbeiten seit den 60er, 70er Jahren mit dieser Strategie. Und zwar völlig offen. Was er damit ausdrücken möchte, ist, dass sie Deportation mit einem neuen Wort versehen haben, damit es sagbar und denkbar wird und somit in die Mitte der Gesellschaft wandert. Dass es um nichts anderes als genau diese Entwicklung ging. Das Wort selbst hat bis vor wenigen Tagen überhaupt keine Rolle in der Öffentlichkeit gespielt. Die Grenzen des Sagbaren bestimmen in demokratischen Systemen den Rahmen des Machbaren. Und wo die Grenzen sind, das merken wir erst, wenn sie mal überschritten werden. Und einzelne Personen der AfD, die machen das permanent. Mal ist man Maus gerutscht, mal war das Dritte Reich ein Fliegenschiss und dann wird mal der Pressesprecher Christian Lütt entlassen, weil er gesagt hat, wir können die Migranten nachher immer noch alle erschießen. Das ist überhaupt kein Thema. Oder vergasen oder wie du willst. Wir haben sie ihr Vorfeld zu lange bestellen lassen, ohne es zu salzen. Ganz im Gegenteil, da kamen dann nützliche Idioten wie Merz, Spahn, Söder, um ein paar Granden der CDU-CSU zu benennen, um diesen neuen Spielraum des Sagbaren für ihre Zwecke gleich auszufüllen und machen damit ihre Situation nicht unbedingt besser. Nicht nur, dass sie damit wie Opportunisten wirken, unterstützen sie diese Entwicklung. Sie unterstützen damit die rechte Bewegung. Deutsche Politiker haben jetzt einen patriotischen Auftrag. Burgfrieden. Jetzt. Zeigt den Menschen jetzt, dass sie von den demokratischen Parteien gehört werden. Zeigt ihnen, dass ihr nicht nur Vermögensverwalter, sondern Streiter für euer Land seid. Zeigt ihnen, dass die AfD sie noch tiefer in die Scheiße reiten wird. Das Gefühl, der Politik ausgeliefert zu sein, das hat zugenommen. Genauso wie die soziale Ungleichheit. Das ist Fakt, das muss angegangen werden. Die Gründe dafür sind aber mannigfaltig, die Lösung komplex. Und die AfD? Warum solltet ihr Interesse daran haben, dass es euch besser geht? Ihr wählt sie doch nur, weil es euch schlecht geht. Wenn ihr die Feinde im eigenen Land seht, in euren Nachbarn, sie wollen, dass ihr denkt, dass euch jederzeit jemand etwas wegnehmen kann, weil ihr dann bei ihnen bleiben müsst. Die AfD ist der toxischste Partner, mit dem ihr jemals ins Bett steigen könntet.
Und falls ihr denkt, naja, mich betrifft das nicht, seid euch mal nicht zu sicher. Also, was könnt ihr tun? Zuerst, schaut mein Video über Heimat. Da fasse ich eigentlich alles zusammen. Und dann steht ja noch die Frage des AfD-Verbots im Raum. Eine Petition zur Prüfung des AfD-Verbots hat bereits über 500.000 Stimmen zusammenbekommen. Viele haben sich bereits dafür ausgesprochen, beispielsweise der Ex-Ostbeauftragte Marco Wanderwitz von der CDU. Der aktuelle Carsten Schneider argumentiert indes dagegen. In dieser Frage herrscht offenbar Uneinigkeit. Auch interessant zu bedenken, hier ein Zitat, die Junge Alternative, ihr Nachwuchsverband, ist eine weiterhin wirksame Vorfeldorganisation und ohne Zweifel verfassungsfeindlich. Die JA könnte und sollte endlich verboten werden, da es sich bei ihr um einen Verein und keine Partei handelt. Reicht dazu die Unterschrift der Bundesinnenministerin. Sollte ein Verbotsverfahren gegen die AfD eingeleitet werden, wird das vermutlich schwierig. Die AfD ist keine autoritäre Massenpartei wie die Beispiele aus den 30ern. Die Strategie läuft informell. Über einzelne Personen. Ob man das der Partei an sich so anlasten kann, dass man sie verbieten kann vor Gericht, das ist fraglich. Dieses Treffen jetzt ist beispielsweise nichts, was für ein solches Verfahren ausreichen würde. Da müssen die entsprechenden Verfassungsschutzbeamten einiges an Material zusammentragen und aufbereiten. Ein anderer interessanter Punkt ist, dass jetzt sogar diskutiert wird, man könne sogar dem Faschisten Bernd Höcke die Grundrechte entziehen. Ich gebe euch mal meine eigene Meinung zu dem Thema Verbot der AfD. Ich war schon immer ein Gegner von Petitionen. Erstens, weil ich seit dem Gespräch mit Marco Bülow weiß, dass es quasi keinen Impact hat und in der realen Politik nichts bewirkt. Mein Punkt ist nicht, dass sie völlig nutzlos sind. Mein Punkt ist, dass viele Menschen Petitionen als eine Art Ablasshandel begreifen. Ich habe unterzeichnet, ich habe etwas für diese Demokratie unternommen. Jetzt muss ja alles gut werden. Zu anderen Dingen. Falsch, du hast überhaupt nichts getan. Das Verbotsverfahren ist keine magische UNO-Reverse-Karte gegen Faschismus. Und die Aberkennung der Grundrechte für Höcke ist völlig unwahrscheinlich, weil es in Deutschland noch nie vorgekommen ist. Und das bloße Anreden gegen den Staat reicht dafür nicht. Außerdem ist es völlig egal, weil egal ist, welcher dieser Rechten die öffentlichen Ämter begleitet. Begreift das doch mal. Das ist eine Bewegung, das ist kein Ego-Trip à la Wagenknecht. Und es ist nicht unwahrscheinlich, dass das Verbotsverfahren der Partei sogar hilft. Erstens. Viele Menschen wählen diese Partei aus einem Gefühl der Ohnmacht heraus, weil sie denken, sie wären dem System ausgeliefert. Was denkt ihr denn, was passiert, wenn man sie darin bestätigt, indem man ihr Ventil verbietet? Ja, auch die Elitenkritik wird dadurch ja nicht verschwinden. Und die ist ja auch hausgemacht. Es beendet doch nicht, was dazu geführt hat, dass so viele Menschen sich von der etablierten Politik entfremdet haben. Dass deren Populismus und Propaganda auf fruchtbaren Boden gefallen ist. Das macht doch überhaupt nichts besser, sondern hilft nur, den Status quo aufrechtzuerhalten. Wo doch auch das Problem bei den etablierten Parteien zu suchen ist, wo sie sich mächtig ins Zeug legen müssen, um wieder mehr Vertrauen zu verdienen. Man könnte sagen, egal, ehe sich eine weitere gefährliche Partei bildet, gehen Jahre ins Land. Die wirkliche Krux ist, der Prozess, der dauert einige Jahre. Bis dahin werden sie massiv vom Opfermythos profitieren können. Getreu dem Motto, eure letzte Chance, eure Freiheit zu retten. Helft jetzt, bevor es zu spät für euch ist. Ihr werdet es ansonsten bereuen. Die Landtagswahlen und die nächste Bundestagswahl, die werden an sich schon eine große Zitterpartie für die demokratische Ordnung. Nicht auszumalen, was ansonsten passieren könnte. Und ob ein solches Verfahren überhaupt Erfolg hat, ist sowieso fraglich. Schließlich muss man nachweisen, dass die Partei an sich den Kampf gegen die Demokratie aufgenommen hat. Der Düsseldorfer Parteienforscher Thomas Pogundke sieht das genauso. Ein erheblicher Teil der Wähler der AfD ist nicht rechtsextrem. Die muss man zurückgewinnen auf politischem Wege. Dazu müssten Parteien kritisch hinterfragen, ob sie wirklich Politik für die Mehrheit der Wähler machen. Andernfalls müssen sie bessere Lösungen anbieten. Und das trifft den Kern. Wir können uns nicht hinstellen und sagen, die Wähler, die dürfen das aber nicht. Oh doch, die dürfen das, denn das ist eine Demokratie. Wenn sie an diesem Punkt angekommen sind, dann stehen alle anderen Parteien in der Pflicht, ihnen ein besseres Angebot zu machen. Los. Leute, wir haben es hier mit einem Spiel zu tun. Einem Spiel mit der Wirklichkeit. Korrektiv haben in diesem Spiel jetzt einen Zug gemacht. Sie haben es geschafft, Menschen zu mobilisieren. So ist das aktuell mein Gefühl. Aber es war ein riskanter Zug. Also ich muss sagen, mir erschien es jetzt schon fast so, als hätten sich einfach alle ihrem Schicksal ergeben, die AfD-Machtergreifung einfach so hinzunehmen. Aber die Story vom Kollektiv, die hat offensichtlich Menschen bewegt. Alle zusammen! Aber es hat eine Welle an Berichterstattungen nach sich gezogen, die dieses Wort in den öffentlichen Sprachgebrauch katapultierten.
Wenn jetzt dieser Punkt, den wir erreicht haben, nicht ernsthafte Konsequenzen für die Partei nach sich zieht, wird es wieder dazu führen, dass sich der Diskursrahmen verschiebt. Nehmt das als eine dringliche Warnung. Der Zug vom Korrektiv war riskant, weil er gleichzeitig der Verbreitung ihrer Narrative geholfen hat, weil er das Thema Einwanderung als deren Kernkompetenz wieder in den Fokus der Öffentlichkeit gelenkt hat. Es gibt nur einen Moment, in dem man sich öffentlich mit voller Schlagkraft gegen die Ansage einer Deportation stellen kann. Danach ist dieses Potenzial verraucht. Der Moment, der ist jetzt. Geht er vorbei, dann hat die AfD nicht nur die Bestätigung erhalten, genau diese Pläne irgendwann in die Tat umzusetzen. Die Verschleierung des eigentlichen Vorhabens einer Deportation ist dann auch gelungen. Und damit die stille Billigung der Bevölkerung. Man kann nicht ewig Hilfe Wölfe rufen. Die Rechte hat exzellent auf die Enthüllung reagiert. Da sie sagen konnten, wir haben das gar nicht nötig, das zu verstecken. Schaut mal, Demokratie ist eine aktive Entscheidung. Man muss immer und immer wieder aktiv werden, um diese Entscheidung zu treffen und zu bestätigen. Nicht nur, indem man mal alle paar Jahre wählt oder fleißig Petitionen teilt und unterschreibt. Es ist kein Lippenbekenntnis. Es ist der stete und anstrengende Einsatz für Gerechtigkeit und Gleichberechtigung, dass man sich dafür einsetzt, mit Menschen zu diskutieren und Lösungen zu erarbeiten, zur Not zu erstreiten. Es ist hart. Es ist unangenehm, auch mal Meinungen auszuhalten, die man nicht vertritt. Aber auch das ist Demokratie. Sobald aus Meinung aber aktiver Kampf gegen die Freiheit wird, müssen wir eine Trutzburg bauen und sie an unseren Mauern abwehren. Abwehrkampf ist jetzt. Burgfriede gilt nicht nur für unsere Politiker, die sich endlich mit aller Kraft dieser Bedrohung zuwenden müssen. Burgfriede heißt es auch für uns. Wir müssen jetzt aufhören zu debattieren, ob nun Nuhr oder Böhmermann der ätzendere Mensch ist oder der im Traktor oder der, der auf der Straße geklebt ist, mehr stört, und uns darum kümmern, dass wir diese Debatten in 10 Jahren überhaupt noch frei führen können. Denn kümmern wir uns nicht jetzt um dieses Problem, dann ist es zu spät. Der Worte sind genug gewechselt. Lasst mich auch endlich Taten sehen. Teilt das Video mit Freund und Feind, abonniert den Kanal. Dieses Jahr wird wild. Tschüssikowski.